Hallo und willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ja, wir machen ja weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Jo, mal sehen, ob die Folge jetzt wieder so spannend wird und genauso, ja, so verstohlenlastig wird, so verstohlenheitslastig wird. Es ist halt, ich habe halt auch wirklich nichts dagegen, gell, wenn man sich irgendwo vor Wachen verstecken muss oder irgend sowas. Aber man muss doch halt auch irgendwo eine Mittel oder eine Möglichkeit haben, falls doch mal eine Wache einen sieht, dass man die Wache ausschalten kann. Ich meine, wir haben ja keine Ahnung. Wir können, ja, fast nichts machen. Also wir können schon was machen, aber jetzt halt nicht so viel, dass sich das lohnt. Und vor allem, wenn man dann wirklich 10 Wachen oder so hat, gell, und ein Rattenschwarm, du kannst halt wirklich nicht viel machen. Also. Er ist da. Er ist wirklich Verdammt. da. Ich dachte, ihr schafft es nie. Kommt. Ja, warte, wir haben Zeit. Danke, dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Und wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt, sie bereiten sich vor. Ich sollte... Hugo, was haben sie getan? Ich hole sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Oh Mann. Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus! Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser! Was ist los? Sag es uns! Sag die Wahrheit! Nein, nein, lauft! Lauft weg! Nein, nein! Oh, sehr schön! Das ist ja wie so ein Rattenrennen hier. Ich komme zu dir. Auf, wir müssen hier weg. Bleib nicht hier, verdammt, sie kommen. Wow. Ja, toll. Oh, dieses. Oh Mann, ey. Alter, das ist ja schlimm. Fliehe vor den Ratten. Nein! Oh mein Gott. Ey, das ist ja krass übertrieben, ey. Man muss wirklich erst hier und dann muss man hier lang, okay. Aber man sieht doch gar nichts.
Louis! Alter, ich sehe doch nichts. Schneller! Wow! Das Haus, es steht noch los, schnell! Schneller, schneller! Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also los. Amicia. Ich sollte ihn tragen. Ich mach das. Die ganze Stadt ist verloren. Alles verloren. Wir müssen gehen. Sowas gab's noch nie. Was ist los? Mir ist schwindelig. Es ist nichts. Schlaf weiter. Aber schon krass, gell, wie viele Menschen eigentlich geopfert werden, nur wegen so einem kleinen Knirps eigentlich, ne? Ich meine, klar, es klingt scheiße, aber... Für mich. Nein. Nicht hinsehen. Lass die Augen zu. Amicia, was ist passiert? Die Ratten. Sie haben angegriffen. Nein. 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 Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Nein. Ich bin schuld. Nein. Träume sind Träume. Verstanden? Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein! Ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin! Hugo, ich... Bitte beruhige dich. Da sind sie. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Geht's euch gut? Ich dachte, ihr wärt... Wir sind unversehrt, Lukas. An Bord, schnell! Es sind nur wir, Magister Vaudin. Verstehe. Verlieren wir keine Zeit. Oh
Aber die Ratten kommen doch immer wegen denen, gell? Das ist doch irgendwie. Unruhiges Fahrwasser. Ja, wie gesagt, tut mir leid, wenn ihr am Ende immer dieses Mal oder immer mal dieses Geräusch hört. Das ist halt, wenn ich einen Erfolg kriege, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das ausschalten kann. Und dasselbe passierte auch in Guyenne? Die Ratten. Der Biss, der das Blut vergiftet. Es schien so weit weg von uns. Vogel, warte! Hey, du hast geträumt. Sind wir da? Nein, aber bald. Hey. Sieh da nicht hin. Wieso? Sie bleiben doch sowieso da. Es ändert überhaupt nichts. Hugo, du hattest einen Anfall. Ich will nicht nach Marseille. Viele Menschen sterben, du weißt das. Mutter will, dass du... Nein! Die Insel... Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden. Bitte. Niemand hört zu. Mutter wusste, dass es mir nicht gut geht. Doch der Magister hat es abgetan. Er sagt, es sei ein Test. Mutter und er meinen, sie wissen alles, doch sie wissen gar nichts. Menschen sterben, meinetwegen. Hey, hey, hey. Ich weiß. Ich will wirklich nur dein Bestes. Versprochen. Lukas, besuchst du mit Hugo den Kapitän? Gern. Er wird euch zeigen, wie man das Boot steuert. Ich frage ihn, ob er uns Knoten beibringen kann. Und vielleicht lässt er uns sogar ans Steuer. Ja. Wir müssen ihn beschützen, Amicia. Du willst ihn nur wieder einsperren. Das ist nicht dasselbe. Du hast gesehen, was passiert. Der Orden hat Mittel und Experten. Sie wissen, was zu tun ist. Das ist nur passiert, weil du und dieser Vaudan so schlecht zu Hugo wart. Mutter, ihn wegzusperren und ihn weiter zu quälen, wird ihn am Ende noch umbringen. Er ist ein Kind. Er ist ein Opfer von all dem hier. Er ist mein Kind. Wir sind keine Feinde, Amicia. Ich weiß, du liebst Hugo und euch verbindet etwas, das ich nie verstehen kann. Aber bitte öffne deine Augen. Das Geschehene wird sich wiederholen. Du hast recht. Du verstehst es einfach nicht. Ah, der Schutt. Hier ist jede Menge davon. Ich werde mal nachsehen. Ich weiß, was los ist. Na, dann kümmern wir uns darum. Na schön, Kinder. Dann legt mal los. Hey, du kannst wieder rein, wenn du willst. Nein, ist schon gut. Ich lass dich nicht hängen. Das weißt du doch. Fürs Erste bringen wir das Boot in Bewegung. Es ist noch nicht vorbei. Ja, na los. Dankeschön.
Sieh mal, unterm Rumpf ist jede Menge Schutt. Sollen wir den wegräumen? Das würde zu lang dauern. Wir könnten es runterschieben? Gut, versuchen wir es. Fertig? Ja. Dann schieb! Ihr müsst nachkommen! Was? Amicia! Folgt uns! Wir warten flussabwärts auf euch! Komm, wir suchen uns einen anderen Weg. Ich hoffe, Joseph kann das Boot anhalten. Ja, wir können doch schwimmen. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut, wir können doch schwimmen. So viele sind tot. Das haben sie nicht verdient. Eine Tragödie. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel. Hugo sagt, dort wird alles gut. Also ist es so. Wie? Die Frage ist, wo? Wir müssen sie finden. Was ist mit eurer Mutter? Mir egal. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Sie ist meine Magistra. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, müssen wir jetzt... Warte. Da lang, hier lang, ich hab keine Ahnung. Da wird's mir lang gehen, dann gucken wir nochmal hier lang. Hier noch irgendwas Spannendes ist. Versuchen wir es mal hier. Diese Stille. Oh, was zur Hölle? Keine Panik. Da röhrt nur ein Hirsch, glaube ich. Oh Gott, die habe ich ganz vergessen. Die Paarungszeit muss wohl schon begonnen haben. Anscheinend hat sich für die nichts verändert. Die Natur ändert ihre Regeln nicht. Dieses Chaos ist ein Teil von ihr. Irgendwie. Nur, dass die balzen, während wir versuchen, nicht zu sterben. Stimmt. Gehen wir zurück. Nach dir. Der röhrende Hirsch. Okay, gut, du siehst... Hier ist ein Weg. Okay, hier durch. Gut. Hier ist der Fluss. Da sind sie. Mein Gott, es sieht von oben noch schlimmer aus. Das stinkt ja widerlich. Wir müssen Hugo von hier wegbringen. Hey, sie sind da oben! Amicia, komm zurück! Wir kommen! Da führt ein Weg runter. Macht schnell! Was ist das? Oh nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Was zur Hölle? Da sind sie! Sie sind schon hier? Scheiße! Sind in Sicherheit, glaube ich. Das war wirklich knapp. Geht's gut, Hugo. Sieh doch, beiden geht's gut. Ja, aber die Ratten. Wir kommen schon zurecht, sind unterwegs. Also, wo fangen wir an? Auf der anderen Seite sind Feuerbecken. Dieser Heuballen brennt bestimmt gut. Komm schon, lauf! Lauf! Und weiter? Ah. Oh, hier geht's hoch. Wow, 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 wow. Ah. Oh, Schwein gehabt, Alter. Wow. Oh, alles klar. Das haben wir schon mal geschafft. Wir sind umzingelt. Es muss doch irgendwie gehen. Die Kräne. Ja, wenn die Kräne Steine bewegen können, dann... Und der da hat ein... Es funktioniert. Das Heu bewegt sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Das wird nicht halten. Es muss ein Gegengewicht geben. Ich kümmere mich um den Kran und du dich um die Schleuder. Na gut, ich geh rüber. Viel Glück. Lukas, du bist dran. Na gut. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können? Sie haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir Hugos Gefühle ignorieren.
reicht nicht. Ah, da brauche ich jetzt wieder. Na hey, oh, renn doch! Ach Mensch, was ist... Oh Mann, oh. Oh, das ist so übertrieben, ey. Ach Mann, ey. Dein Einsatz, Lukas. Geht klar. Es funktioniert. Das Heu bewegt sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können. Sie haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir Hugos Gefühle ignorieren. Oh, das Heu reicht nicht. Wir schaffen es! Da ist noch ein Kran. Ich glaube, ich kann dir helfen. Ja, versuch den Heuballen zu mir zu bringen. Dann kann ich ihn anzünden. Hier kommt's. All das nur, um nach Marseille zu kommen. Ist es aber vielleicht wert? Ist es nicht. Und Hugo glaubt auch nicht mehr daran. Ja, ich kann ihn leider gut verstehen. Bin da. So ist's gut. Alles klar. Hier komme ich. Ja, dann komm. Klingt wie in Wiese. Amicia! Wir sind auf dem Weg, Hugo! Er hat immer noch Angst. Ich muss schnell zu ihm. Er hat eine Mutter. Sie ist verblendet, Lukas. Das weiß er. Na gut, dann sollten wir benutzen nochmal den Kran. Ja, komm schon. Hoch, hoch, hoch. Nein. Oh Mann, ey, das ist doch Müll. Oh Mann, ey. Jetzt dürfen die Kacke nochmal machen, oder? Oh, ich geh kaputt. Nee, oder? Nee, wo sind wir denn jetzt? Ach, wir sind jetzt hier drüben, okay. Warte, wir müssen dann wieder hier lang rennen. Ach, dann müssen wir dann da hoch. Oh Mann, 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 oh Mann. Deine Aufgabe, Lukas. Ja, sofort. Amicia, du solltest mir sagen, was du davon hältst. Von was? Von der Insel. Ich kenne dich. Wie gesagt, entscheide dich für eine Seite. Fertig. Sag, wenn ich loslassen soll. Jetzt, ich lauf los. Komm schon, schnell. Hier, fang! Schleuder's auf den Boden und lauf zur Treppe! Ja, was soll ich mit dem Boden schleudern? Ich hab doch nichts! Oh, was ist das? Schnell! Das ist nicht lang! Weg da! Haut ab! Das mögen sie nicht! Ja, was ist das denn? Was Lol, das? Was? Pyrit, ein Mineral, habe ich unterwegs aufgesammelt. Hat mir das Leben gerettet. Danke. Lol. Ich dachte, da kommen nur Funken. Aber das... Ich brauche mehr. Dann halte da noch Ausschau. Alles klar. Jetzt bring ich dich rüber. Alles klar. Lässt sich komplett drehen. Halt durch, Lukas. Lass dir Zeit. Solange sie hier nicht hochklettern. Okay. Hey, man müsste auch mal irgendwie da rüber, sehe ich gerade. Wie? Wie?
Unter anderem sein. Ja, das weiß ich, dass der Kran den Heuballen bewegt, aber. Aber weiter, wie weiter? Das ist jetzt eine. Na, was machst du denn? Ja, und wie weit soll ich denn jetzt hier rumdrehen? Weil ich kann ja nicht einfach loslassen. Oder muss ich jetzt einfach... das so machen? Los, los, los! Oder muss ich dahin? Okay, also doch. Und wie komme ich jetzt zu dir rüber? Ah, so, guck mal. Den müssen wir jetzt. Ah, so war's. Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Das ist immer wirklich so verwirrend. Ja. Ey, das ist... Das sind nur Ratten, stimmt's? Kenn ich doch schon. Ja, worauf warte ich dann? Na los, los, ja! Nicht denken, renn! Nicht denken. Ah! Ja, du bist ziemlich schnell. Ach, danke. Geht nichts über gute Motivation. Ja, und jetzt ist bleib jetzt hier, oder was? Ich sitz fest. Das Ding hängt. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuball. Ich zünd ihn an und dann los. Alles klar. Bleib, wo du bist. Okay. Ah, da unten ist noch eine Dose, sehe ich gerade. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Hoffe ich auch. Dankeschön. Schwein gehabt, Schwein gehabt. So, warte. Gut, dann an die Arbeit. An die Arbeit, an die Arbeit. Durch das... annähen, neuer Taschen kann Amisa zusätzliche alchemistische Munition tragen. Muss ja ein weiter Ring ihr einen zusätzlichen Topf zu tragen. Wir nehmen einfach das. Das sollte die Sache erleichtern. Sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Ich wollte nicht runter. Oh mein Gott, jetzt bin ich runtergefallen. Oh Mann, ach, ist das uncool. Oh Mann, oh. Mal sehen, was sich machen lässt. Okay, das haben wir gerade gemacht. Wie muss ich denn das jetzt, wie schmeiße ich denn jetzt das Ding zu?
Und jetzt, was ist das jetzt gewesen? Ich habe jetzt gerade irgendwas abgeschossen, aber ich weiß nicht was. Hab seine Brain off, Car. Jetzt! Komm schon, na los! Ah, okay, so müssen wir machen. Übrigens, ich mag deinen Kampfschrei. Danke. Damit kann ich schneller rennen, glaube ich. Fast geschafft. Durchatmen. Wir müssen... Ich versuche es. Warte, okay, jetzt müssen wir... Das müssen wir jetzt machen. Das müssen wir machen. Gut, wir sind fast da. Ich stimmt hoffe, hier runter. Ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. Okay, dann müssen wir jetzt hier bestimmt durch und dann kommen wir dann wieder zu unserem Boot. Aber ich würde dann auch sagen, uns lassen die Ratten ja gerade in Ruhe. Ich würde auch sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann danke ich euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann bis dahin. Haut rein!